Hey und herzlich willkommen zu Part 7 der Lucid Legacy Challenge. Ja, heute ist es endlich soweit. Raven und Colin werden Eltern und dank einem lieben Kommentar unter dem letzten Video habe ich mir jetzt auch noch extra den Realistic Childbirth Mod runtergeladen. Ich kannte den Mod schon, ich habe mich aber aus irgendeinem Grund nie so wirklich rangetraut, aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt und ich freue mich sehr darauf, den heute auszutesten. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich ins Spiel rein. Wir befinden uns hier noch auf dem Romantik-Festival. Eigentlich sind wir ja hergekommen, um die Drachenfrucht zu ernten. Allerdings war sie nicht in der Saison und wir können sie dann erst beim nächsten Mal ernten. Die zwei genießen jetzt hier noch ein bisschen die letzte Zweisamkeit. Raven ist gerade im zweiten Trimester. In 3 Stunden ist sie im dritten Trimester. Das heißt, ein bisschen Zeit haben sie auf jeden Fall noch zusammen. Und die werden sie jetzt auf jeden Fall auch noch genießen. Geldprobleme haben wir ja aktuell auch nicht mehr. Also fast 5000 Simoleons in der Haushaltskasse. Da kann man sich jetzt nicht unbedingt beschweren. Und deswegen konzentrieren die beiden sich jetzt einfach nur auf sich. Ja, und Raven muss auf Toilette. Dann geh doch am besten gleich mal. Und Raven ist jetzt auch schon extrem müde. Vielleicht kann sie dann schon mal nach Hause gehen und sich schon mal ins Bett legen. Und ich würde sagen, Colin nimmt sich jetzt einfach nochmal den freien Abend und lernt hier nochmal ein paar Leute kennen. Macht sich hier nochmal einen Männerabend. Das muss natürlich auch mal sein. Im letzten Part habe ich ja so ein bisschen an den Freundschaftsbeziehungen von Raven gearbeitet. Und deswegen würde ich auch mal sagen, werden wir jetzt hier auch ein bisschen was für Colin tun. Vielleicht kann er sich hier oben an der Bar dann auch noch was zu trinken nehmen. Jetzt wurde uns unser Geld abgezogen, aber der Barkeeper hat irgendwie nur Augen für die Dame hier und wir bekommen irgendwie unser Drink nicht. Das ist aber nicht dein Ernst, mein Lieber. Wir haben gezahlt. Naja, vielleicht ist es ja auch einfach ein Zeichen. Wir werden uns dann einfach hier schnell noch was zu essen nehmen. Eine Wurst- und Käseplatte. Vielleicht bekommen wir wenigstens das. Und dann kann er jetzt hier nochmal ein bisschen was snacken. Oha, das sieht ja sogar richtig gut aus. Den Rest packt er sich auf jeden Fall mal ein. Dann kann er sich ja vielleicht einfach hier nochmal mit dem Barkeeper ein bisschen unterhalten. Und dann würde ich sagen, wird auch er jetzt nach Hause gehen. Es ist ja auch schon 6 Uhr morgens, also eigentlich gar nicht Collins Zeit. Aber ja, auch er darf mal einen drauf machen. Und jetzt wird er einfach nur noch müde ins Bett fallen. Und Raven ist eigentlich auch noch gar nicht so richtig ausgeschlafen. Warum ist sie traurig? Trauern, weil einen guten Freund verloren hat. Hö, wer ist denn gestorben? Oh nein! Madeline ist gestorben. Vor allem, ich habe ja noch gesagt, dass sie ja so ein bisschen so eine Vertrauensperson für Raven war, dadurch, dass sie ja recht früh ihre Eltern schon verloren hat und Madeline ja auch schon eine Seniorin war, also auch schon etwas älter und erfahrener und so weiter, dass sie sich da immer so ein bisschen Rat geholt hat und jetzt ist sie einfach verstorben. Vor allem, ich glaube, dass das sogar meine Schuld ist, weil ich beim MC Command Center die Lebensdauer ja immer anpassen kann. Und dadurch, dass ich halt in dieser Challenge die Lebensdauer länger gestellt habe, muss ich das dann immer wieder anpassen, wenn ich halt dann gerade die 100 Baby Challenge aufgenommen habe. Und deswegen kann es sein, dass das eventuell deswegen passiert ist. Aber gut, wie gesagt, sie war ja auch schon eine Seniorin und es tut mir jetzt mega leid für Raven, dass sie jetzt ja ihre einzige weitere Vertrauensperson, die sie sonst noch so hatte, jetzt verloren hat. Das ist natürlich jetzt sehr schwer für sie zu verkraften. Und ja, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu und deswegen werde ich das jetzt auch nicht mehr irgendwie zurückcheaten. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall mal dann gucken, bis zum nächsten Part, wie ich das mit dem, ja, mit der Altersspanne dann mache, also wie ich das dann einstelle. Ich glaube, ich habe dafür schon eine Lösung, aber genau, das mache ich jetzt dann nach diesem Part. So, jetzt hat sie aber noch ein bisschen Hunger, deswegen, also ein bisschen sehr Hunger. Deswegen werden wir jetzt hier einmal erstmal das verdorbene Essen aussortieren und dann wird sie sich nochmal, oh, wir haben gar nichts mehr. Dann wird sie schnell nochmal was kochen. Und zwar wird sie sich einfach schnell einen Obstsalat machen. Und dann wird sie das einmal essen. Dann noch auf Toilette gehen. Und dann auch nochmal schlafen. So, Colin ist schon wieder wach. Und er wird jetzt direkt einmal duschen gehen. Beziehungsweise erst die Dusche säubern und dann duschen gehen. Und dann kann er sich hier auch nochmal ein bisschen was vom Obstsalat nehmen. Und dann kann er vielleicht ein bisschen Haushalt machen. Also einmal das Geschirr. Und hier muss auch noch geputzt werden. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall natürlich wie immer um unsere Farm, also um unsere Pflanzen und um unsere Tiere kümmern. So, und Raven ist jetzt auch wieder wach und dann kann sie jetzt auch nochmal auf Toilette gehen und irgendwer klopft gerade bei uns. Wir kennen dich aber eigentlich auch nicht, also adios. Und ihr geht's immer noch richtig, richtig schlecht. Also sie trauert natürlich auch immer noch. Und vielleicht, ja, wird sie jetzt einfach mal ein bisschen, ja, wieder Trost bei den Tieren suchen. Vor allem bei unserer Kuh, der es wahrscheinlich wieder nicht so gut geht. Also wir werden erstmal hier säubern und Futter auffüllen. Und dann
uns ein bisschen mit der Kuh beschäftigen. Das tut ja auch, wie immer, beiden gut. Und sie ist jetzt auch im dritten Trimester, also ist jetzt auch schon einen ganz großen Babybauch. Also lang dauert es nicht mehr. Colin hat jetzt Level 6 der Gartenfähigkeit. Oh mein Gott, und hier ist ein Häschen. Och nein, wie süß. Ach stimmt, wir haben nämlich hier doch irgendwie, genau, so ein Wildhasenhaus. Das war schon auf dem Grundstück, als ich das runtergeladen habe. Ach, wie schön. Und natürlich muss die Gute wieder geputzt werden. Das werden wir natürlich auch mal machen. Und dann werden wir sie nochmal füttern. Warum kann sie da nicht hin? Weil sich die Kuh irgendwie immer hier hinstellt und dann können wir sie nie putzen. Naja, und dann werden wir hier mit Kuh entspannen. Das scheint ihr auf jeden Fall irgendwie gut zu tun. Warum? Och, das nervt mich. Ich lösche jetzt hier dieses Ding hier, vielleicht liegt es daran. Ja, daran hat es gelegen. So, und dann werden wir hier das auch nochmal mit dem Putzen versuchen und sie umarmen und sie dann auch nochmal melken. Colin ist hier irgendwie immer noch beschäftigt, also irgendwie dauert es richtig lange, wenn der hier am Feld was machen muss. Komisch. Naja. So, und Raven wird sich dann auch noch um die anderen Tiere kümmern, damit es denen allen gut geht. Und wenn Colin hier jemals fertig sein sollte, dann kann er auch hier nochmal alle Pflanzen gießen. Oh mein Gott, wie süß. Und da geht sie auch schon viel besser direkt. Also das ist natürlich für sie auch eine mega gute Ablenkung, mit den Tieren so zu interagieren. Dann kann sie hier auch nochmal das Waschbecken sauber machen, nochmal aufs Klo gehen. Und jetzt müsste es ja auch jeden Moment mit der Geburt losgehen. Deswegen werde ich sie jetzt nochmal schnell was essen lassen, nochmal einen Obstsalat. Und dann kann sie hoffentlich auch noch ein entspanntes Bad nehmen. Nochmal ein Milchhonig-Hafermehlbad. Und dann ist sie hoffentlich optimal vorbereitet. Achso, stimmt. Und ich wollte ja noch hier dieses Dach bauen, damit unser Gewächshaus auch funktioniert. Okay, also ich würde sagen, so passt es jetzt fürs Erste. Ich habe jetzt dieses 2000 Simoleons-Objekt doch wieder gelöscht. Also wir haben jetzt auch wieder viel mehr Geld, weil irgendwie habe ich das nicht anders hinbekommen, dass es jetzt irgendwie einigermaßen gut aussieht. So finde ich es jetzt eigentlich ganz süß. Und ja, dann gehen wir wieder zurück in den Live-Modus. Ich sehe nur, wir könnten hier drin dann auch irgendwann vielleicht noch Licht vertragen. Vielleicht mache ich das auch noch schnell. Vielleicht mache ich auch nur so Wandlichter hier rein, weil die benutze ich sonst nie. Okay, so finde ich es jetzt eigentlich ganz cool. Und jetzt gehen wir aber wirklich wieder in Live-Modus zurück. Stellen die hier noch auf automatisch. Und jetzt sind die beiden natürlich auch gar nicht müde, obwohl es schon so spät ist. Aber ich sehe gerade, Colin hat hier sowieso noch ein bisschen was zu tun. Deswegen kann jetzt hier noch ein bisschen jäten gehen. Und Raven nimmt jetzt hier noch schön ihr Entspannungsbad. Beim Unkraudierten hat Colin einen Frosch entdeckt, der sich in seinem Garten versteckt hatte. Was? Ach, seit wann geht sowas? Warum weiß ich das nicht? Ein Erdfrosch. Och nee, unsere Wurst- und Käseplatte ist schon wieder verdorben. Muss echt lernen, die ganzen Sachen in den Kühlschrank zu packen. So, und jetzt zündet Colin hier noch den Kamin an. Oh, wie schön. Macht's hier nochmal ein bisschen gemütlich. Ihm ist ja auch bewusst, dass die Geburt kurz bevorsteht. Und dann macht er hier noch eine Romanze an. Och, wie schön. Und wenn Raven dann fertig ist mit Baden, dann setzt sie sich hier natürlich zu ihm. Natürlich ist jetzt auch die Dusche kaputt, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und dann kann er sie jetzt auch nochmal massieren und küssen. Und ich sehe hier schon die ganze Zeit auf der Couch die Interaktion Nickerchen zusammen. Ich glaube, die kommt eben mit dem Mod, den ich mir extra runtergeladen habe. Und jetzt will ich aber wissen, was das ist. Ach nein, wie süß. Och Gott. Och nein, das ist ja so süß. Aber irgendwie sind die jetzt rausgegangen. Könnt ihr das bitte drinnen nochmal machen? Och nein, ich kann nicht mehr, wie süß die beiden einfach sind. Und generell, wie süß die Animation ist. Da kann sich EA echt noch eine Scheibe von abschneiden. So, dann kann Colin jetzt hier aber auch nochmal die Badewanne reparieren. Weiße Henne ist in die Jahre gekommen. Armes Ding, hoffentlich lässt sich der Sensenmann noch ein wenig Zeit. Nein! Ich habe vergessen, dass unsere Hühner ja auch älter werden. Oh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht davon, dass ich die ganze Zeit da jetzt an der Lebensdauer rumgespielt habe. Und dann wird Colin jetzt auch nochmal etwas für die beiden kochen. Und zwar das hier in Familiengröße. Und Raven kann sich dann hier nochmal ganz entspannt was anschauen. Und zwar den Kochkanal. So, und dann kann er auch gleich was essen. Raven hat jetzt noch keinen Hunger. Das stelle ich jetzt mal in den Kühlschrank. Oh mein Gott. Die Wehen haben eingesetzt. Raven platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Oh mein Gott. Also es geht jetzt los. Ich habe keine Ahnung, was ich alles jetzt machen kann, auswählen kann, klicken kann, keine Ahnung. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal aufhören, den Kochkanal anzuschauen. Hauptsache, Colin ist hier noch ganz entspannt am Essen. Jetzt schaue ich mal. Hausgeburt beginnen. Ach, wir könnten auch eine Hausgeburt haben. Interessant. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Option für die zwei. Allerdings denke ich, das erste Baby wird es jetzt noch im Krankenhaus bekommen, einfach, dass sie halt so die Sicherheit hat. Ja,
Das werden wir jetzt mal machen. Oder muss ich da jetzt was anderes anklicken, damit es über den Mod geht? Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt einfach mal mitmachen klicken. Und dann nehmen wir natürlich den Colin mit. So, willkommen in der Klinik. Fühlen Sie sich frei, es sich bequem zu machen und fragen Sie einen unserer Geburtshelfer, wenn Sie etwas brauchen. Sie können versuchen, Aktivitäten auszuüben, die die Wehen auslösen, wie zum Beispiel spazieren gehen oder Übungen auf einem Geburtsball machen. Sie werden aktiv wehen, sobald Sie 10 cm geweitet sind. Alles klar. Top übersetzt auf jeden Fall. Und jetzt hat sie hier ihr super süßes Outfit an. Ihr Geburtsoutfit. Jetzt werde ich mal schauen, was wir jetzt machen können. Also es stand ja gerade was davon spazieren gehen. Könnt ihr auch zusammen spazieren gehen? Oder kann sie das nur alleine? Okay, dann wird sie jetzt mal eine Runde spazieren gehen. Und Colin ist natürlich mitgegangen. Ach krass, es hat sie hier tatsächlich auch nochmal so neue Stimmungen bekommen. Schwanger in den Wehen, 9 Tage. Was? Sagt mir nicht, die Geburt dauert jetzt 9 Tage. Das kann ich mir nicht vorstellen. Colin ist hier gerade was am Lesen. Das erste Einhorn. Der übt schon mal, wenn er dann bald seinem Kind was vorlesen kann. Und dann könnte sie jetzt vielleicht hier gemeinsam schwingen. Och nein, wie süß. Och, die Animationen sind ja so toll. Hauptsache, er hat noch das Buch in der Hand. Oh nein, das finde ich jetzt richtig cool. So, hier können wir einmal bitten, Dilatation zu überprüfen. Also vermutlich, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Und das wird jetzt hier mal die Melani machen. Och süß, Colin hat die Stimmung, ich bin stolz auf dich. Ach Gott, der Mod macht mich richtig fertig. Vielleicht kann er sich dann auch hier mal dazugesellen. Ach krass, sogar das ist alles animiert. Okay, wir sind bei 2 cm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Jetzt frage ich mich bloß, die reden die ganze Zeit von einem Geburtsball. Ach nein, sie ist eingeschlafen. Okay, dann werden wir sie jetzt mal eine Runde schlafen lassen, damit sie ein bisschen Energie tanken kann. Colin steht ihr natürlich stets zur Seite. Ach, ich glaube, das hier ist gemeint, dieser Yoga-Ball, beziehungsweise dieser Gymnastikball. Der ist also im Baumodus zu finden. Dann holen wir uns hier mal so einen rosanen, stellen uns den hier so ins Zimmer. Okay, und dann kann sie hier Colin nach einer Rückenmassage fragen. Moment, ich muss mal hier mehr Platz machen. Ach nein, wie cool. Ich kann nicht aufhören, das oft genug zu sagen. Das ist so cool. Ich frage mich echt, warum ich mir den Mod nicht schon früher runtergeladen habe, ehrlich. Vielleicht kann sie dann hier nochmal ein bisschen Training machen. Colin schaut sich da mal die Bilder an. Vielleicht kann er ihr hier irgendwo mal was zu essen holen, weil sie hat ein bisschen Hunger. Vielleicht kauft er ihr hier ein Snack und zwar einfach ein Speckersatz-Salat-Tomaten-Sandwich und dann kann er ihr das einmal geben. Ja gut, jetzt hat sich Raven schon selber eins geholt. Naja, wir tun jetzt mal so, als ob Colin ihr das natürlich geholt hätte. Und dann wird jetzt hier natürlich nochmal Bewunderung ausdrücken. Also ihr einfach sagen, dass sie das alles ganz toll macht. Und dann wird er ihr hier nochmal ein Kompliment machen. Und dann werden wir jetzt hier nochmal den Muttermund abchecken lassen. Okay, wir sind jetzt bei 4 cm. Also es dauert auf jeden Fall echt ganz schön lange. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen weiter Training machen. Und dann kann sie auch nochmal eine Runde spazieren. Gehen. Colin wird dabei hier ganz kurz ein Nickerchen machen, um auch ein bisschen Energie zu tanken. Und Raven ist schon richtig fertig, deswegen wird sie jetzt hier nochmal, ja, eine Runde schlafen. Und dann werden wir uns nochmal untersuchen lassen. 7 cm, okay. Wir haben nicht mehr lange, allerdings geht das Ganze schon echt lange. Also das wusste ich tatsächlich nicht, dass das so lang dauert. Vielleicht habt ihr da auch nochmal ein paar Tipps oder so, wenn ihr euch mit dem Mod auskennt, was man da am besten machen kann. Weil wenn jetzt jede Geburt so lange dauert, das wäre schon echt heftig. Hat sich die jetzt hier in die Hosen gemacht, nehmen uns oder wie? Na super. Gut, Raven kann jetzt hier nochmal Colins Sandwich essen. Und Colin ist natürlich immer an ihrer Seite. Und Annie ruft an. Ach, was eine Ironie. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Wir werden jetzt natürlich sagen, macht ein Baby. Denn die beiden sind ja so die ziemlich einzigen Freunde, die wir aktuell haben. Und es wäre natürlich mega cool, wenn, ja, dann die auch noch ein Kind bekommen und die dann ungefähr im gleichen Alter sind. Aber irgendwie echt lustig, dass sie genau jetzt anruft und darüber sprechen möchte. Und natürlich hat ihr jetzt Raven auch nochmal davon erzählt, dass sie jetzt gerade kurz davor ist, das Kind zu bekommen. Und ich hoffe, das geht jetzt auch bald los. Super. Und Colin hat eine neue Musikrichtung für sich gefunden. Das ist natürlich sehr schön. 9 cm. Okay, wir haben es bald geschafft. Es ist jetzt auch schon 10 Uhr abends. Wir sind hier ins Krankenhaus gekommen. Da war es, glaube ich, 5 Uhr morgens oder so. Also, sie haben jetzt echt den ganzen Tag hier verbracht. Ich finde es halt schon eigentlich ganz cool, weil das ist ja natürlich schon auch sehr realistisch, dass man ja längere Zeit bis
mehrere Tage da im Krankenhaus ist bei einer Geburt. Allerdings muss man natürlich bedenken, dass ein Sim-Tag ja nicht wie ein richtiger Tag ist im Verhältnis und das deswegen schon ganz schön lange dauert. Also wie gesagt, lass mich da gerne wissen, wenn man da irgendwas machen kann. Was war das jetzt? Hat Colin gerade im Müll gegraben? Na super. Colin findet hier ganz neue Hobbys für sich. Freut mich natürlich. Also für die 100 Baby Challenge werde ich den Mod sowieso rausnehmen, weil das würde ja dann extrem lange dauern. Aber jetzt hier so für die Lucid Legacy Challenge ist eigentlich doch ganz schön. Und dann werden wir jetzt hier uns nochmal untersuchen lassen. Und dann ist es hoffentlich auch endlich soweit. Okay, sprechen Sie mit einem unserer Geburtshelfer, um sofort in die Wehen zu gehen. Können wir nicht mit dir auch gleich sprechen? Hier, zur Welt bringen. Ach nein, wie cool. Das hat sich jetzt zu so einem richtigen Kreißsaalbett umgewandelt. Mega cool. Ach krass, animiert. Heftig, ey. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und ihre Energie ist auch fast komplett unten. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen. Och, wie schön, das freut mich jetzt mega. Ich habe mir tatsächlich auch schon einen Namen überlegt. Deswegen bin ich jetzt auch echt froh, dass es ein Mädchen geworden ist. Und zwar wird die kleine Dahlia heißen. Und zwar ist der Name abgeleitet von der Dahlie. Also das ist ja eine Blume. Die haben wir, glaube ich, sogar auch hier jetzt in diesem Let's Play auch schon angebaut. Also die gibt es eben auch im Spiel. Und deswegen fand ich das halt so mega cool. Ich finde Dahlien richtig hübsch und irgendwie passt es mega gut zu Raven, wenn sie jetzt ihr Kind so ein bisschen nach einer Blume benennt. Deswegen wird sie Dahlia Wilson heißen und ich finde den Namen richtig schön. Und oh mein Gott, wir haben jetzt einfach ein Baby im Haushalt. Glaub's ja nicht. Ach nein, krass. Och, schaut euch mal die Animationen an. Och nein, wie süß. Ach nein, es ist so schön, ich kann nicht mehr. So, 2 Uhr nachts, die Geburt ist endlich überstanden. Können wir jetzt einfach heimgehen oder passiert hier jetzt noch was? Weil sie liegt jetzt gerade da irgendwie noch so. Aber ich glaube, wir können schon nach Hause gehen, oder? Ach nein, wie cool, wir können die Kleine jetzt hier schon füttern. Dann werden wir sie jetzt das erste Mal stillen direkt. Ach, wie süß. Raymond wird ganz sicher eine tolle Mutter werden. Und Colin war natürlich die ganze Zeit anwesend an ihrer Seite. Das wäre noch eine richtig coole Sache, wenn das mit dem Mod möglich wäre, dass er ihr jetzt so, ja, beistehen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht geht das auch und ich habe es einfach nicht gemacht. Aber natürlich haben die beiden die Geburt zusammen gemeistert. Und jetzt werden wir auch wieder nach Hause reisen. Und wir kommen nach Hause und direkt flattern die Rechnungen in unserem Briefkasten. Aber die können wir uns easy peasy leisten. Also das macht uns jetzt keine Sorgen. Und hier ist die kleine Prinzessin. Ich werde jetzt hier ein kleines Babyzimmer einrichten. Ich mache das jetzt mal schnell off-cam. So, fürs Erste bin ich jetzt fertig. Also natürlich habe ich jetzt noch nicht so viel eingerichtet, weil sie ist ja eben noch ein Baby und die können ja sowieso noch nicht so viel machen. Wenn sie dann zum Kleinkind wird, dann wird da natürlich auch noch ein bisschen mehr reinkommen. Aber schaut mal, was ich so süß fand. Und zwar habe ich irgendwann mal diese Custom-Content-Deko-Buchstaben runtergeladen und habe damit jetzt ihren Namen geschrieben und das sieht irgendwie so schön aus. Also ist irgendwie voll der schöne Akzent hier im Zimmer. Die Tapete ist zwar vielleicht ein bisschen too much, aber ich wollte es jetzt noch nicht ändern, weil es ist ja Ravens altes Kinderzimmer und auch ihre alte Tapete und da hängen natürlich auch noch ein paar Erinnerungen dran und deswegen dachte ich mir, auch wenn die ein bisschen sehr bunt gewürfelt ist, lasse ich sie noch ein bisschen drinnen und außerdem sind da Blümchen drauf und das passt halt mega gut zu dem Namen von der Kleinen. Dann würde ich mal sagen, wird Colin sie jetzt hier einmal liebkosen und sie erstmal so richtig kennenlernen, also ein bisschen hier hüpfen, reden und schaukeln. Und Raven kommt hier auch mal hoch. Vielleicht kann sie sich auch mal wieder ihre Alltagskleidung anziehen. Och Gott, wie süß. Und er hat direkt Erziehungslevel 1 erreicht. Und Colin ist natürlich auch mega müde. Also er war ja auch fast die ganze Zeit wach. Und deswegen wird er jetzt auch einmal direkt schlafen gehen. Und Raven wird einmal die Kleine nochmal stillen und sie dann auch liebkosen, mit ihr reden, hüpfen und schaukeln. Also sich einfach ein bisschen um sie kümmern und sie willkommen heißen. Ich wurde auch unter dem letzten Video gefragt, ob wir mit dem Altern bis zum Säuglingsupdate warten, also damit wir mit ihr dann dieses Update eben spielen können, also die Altersstufe spielen können. Allerdings glaube ich, wäre mir das ein bisschen zu lange. Ich mag einfach die Baby-Altersstufe nicht so gerne. Aber Raven und Colin wünschen sich natürlich mehrere Kinder. Also sie wollen natürlich unbedingt Geschwister für Dahlia. Und deswegen wird es vermutlich auch nicht allzu lang dauern, bis sie, ja,
dann das zweite Kind bekommen wollen. Ich stelle mal hier kurz automatische Lichter ein. Genau, und deswegen, also die haben ja trotzdem noch weiterhin einen Kinderwunsch und wollen auch auf jeden Fall weitere Kinder haben. Und normalerweise müsste das ja dann zeitlich ganz gut zusammenpassen mit dem Säuglingsupdate. Und dann werden wir mit dem nächsten Kind das Update spielen. Da bin ich auch schon echt mega gespannt, was die neue Altersstufe denn alles so bringt. Und bevor sie jetzt schlafen geht, wird sie einmal schnell was kochen. Ich meine, okay, sie hat gerade erst entbunden, aber wir haben einfach nichts im Kühlschrank und deswegen wird sie schnell wenigstens Eier und Toast vorbereiten, vielleicht in einer größeren Portion, dass sie dann gleich was frühstücken können. Und die Kleine schreit schon wieder, dann wird Colin einmal aufstehen und die Windeln wechseln und sie dann einfach nochmal liebkosen. Achso, jetzt schläft sie schon wieder. Dann lassen wir das vielleicht. Okay, nevermind, hat sie aufgeweckt. Gut, dann wird er sie nochmal liebkosen. Und dann können wir sie auch schlafen lassen. Dann kann er nämlich auch schnell hier eine Runde duschen. Und dann können sie hier zusammen frühstücken. Ihr erstes gemeinsames Frühstück als frischgebackene Eltern. Und natürlich werden sie jetzt erstmal über die Geburt sprechen. Sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass die Kleine gesund auf die Welt gekommen ist. Dass alles gut gelaufen ist. Auch wenn es ziemlich lange gedauert hat. Aber dass es keine Komplikationen gab. Und ja, dass die beiden jetzt Eltern sind. Das müssen sie natürlich jetzt auch erstmal realisieren. Dann werden wir hier nochmal Bewunderung ausdrücken von beiden Seiten, weil natürlich haben das beide ganz toll gemacht. Und dann würde ich, oh mein Gott, wie süß, dann würde ich die beiden sehr gerne noch zu Vertrauten machen. Das ist ja dank deren Lebensstil möglich. Und das fände ich einfach auch noch mega süß und mega passend, wenn sie das jetzt, ja, auch noch werden. Und dann können sich die beiden auch schlafen legen. Och, wie süß. Die Cecilia hat uns hier gerade zum neuen Familienmitglied Glück gewünscht. Wie sagt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. So, die Kleine schreit jetzt aber schon wieder. Deswegen wird jetzt mal Raven aufstehen und ihr mal die Windel wechseln und sie dann auch gleich nochmal ein bisschen liebkosen und nochmal mit ihr reden. Ich würde jetzt aber sagen, an dieser unglaublich süßen Stelle werde ich jetzt den heutigen Part beenden. Ich hoffe wie immer sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir gerne wie immer Feedback in den Kommentaren da. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!